Kommen wir doch noch mal zu dem Telefongespräch mit Herrn Lodring zurück. Haben Sie noch über irgendwas anders als über Frau Lodring gesprochen? Ja, Gespräch kann man das nicht wirklich genannt haben, weil der Chef war echt total betrunken. Das kann man wohl so sagen. Laut Obduktionsbericht hatte er eine Blutalkoholkonzentration von 2,33 Promille. Das kann natürlich auch mit einer der Gründe dafür gewesen sein, dass er sich gegen den Angreifer nicht mehr so richtig zur Wehr setzen konnte. Ja, ich habe ihn auch am Telefon ganz schlecht verstanden. Nur in einem Moment, da war er plötzlich wieder hellwach und voll da. Und da hat er mir erzählt, dass der Bulle, der ihm schon die ganze Zeit nachsteigt, um das Haus schleicht. Was? Das heißt, der Herr Lodring hat damit den Angeklagten gemeint. Ja, wen denn sonst? Ja? Das gibt's doch gar nicht. Herr Kerbmann, ist doch nicht unglaubwürdig, was der Zeuge erzählt. Finde ich schon, verdammte Scheiße. Jetzt hauen Sie aber nicht gleich auf den Tisch und reißen sich bitte zusammen hier. Wie soll ich mich denn hier beruhigen, wenn die alle lügen, was das Zeug hält? Alles passiert mir nur, weil ich meine Arbeit gemacht habe. Gucken Sie her. Ich habe immer dem befolgt, was hier in diesem Buch steht. Jeden Paragraphen. Und die, die diese Paragraphen missachtet haben, die wollen mir jetzt einen Strick draus drehen. Verdammte Scheiße. Spinnst du oder was? Ach. Was passiert? Oh mein Gott, du blutest! Blut. Hilfe! Was passiert? Holt hier, wir brauchen dringend einen Notarzt in den oberen Sitzungssaal. Hier hat jemand ganz starke Blutungen. Moment, also geht mal. Schluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Ja, Moment, wir machen für eine Stunde wird man unterbrochen. Sagen Sie, das ist doch eine Stichwunde. So, die Bauer wird noch nicht entlassen. Ja, ist schon nicht so was ist denn los? Das heißt nicht so schlimm, wie alt ist denn die Wunde? Ist ja noch ganz frisch. Zeigen Sie mal. Ja, ist nicht so schlimm, passt Warum schon. Warum sagen Sie denn davon nichts, Mensch? Ah, ist doch nicht so schlimm, ist doch nichts.